Wo Kunst ist, ist auch Gerd-Harry Lübcke. Jeder kennt ihn und er kennt sie alle. So wie hier auf der Londoner Frieze Art. Immer dabei sein, immer präsent sein. Seine Philosophie, wo seine Künstler hängen, ist weniger Platz für die anderen. Wen er ausstellt, prüft er genau. Und seine Nase für erfolgreiche Künstler trügt ihn selten. Dabei vergisst er nie, wer wichtiger ist, der Galerist oder der Künstler. Wir sind die Dienstleister eigentlich für die Künstler. Und wir heißt, ich stehe hier zwar alleine vor der Kamera, aber im Hintergrund sind 18 Leute, die das eigentliche Geschäft in der Galerie machen, die sich um alles kümmern. Also wer vergisst, dass im Mittelpunkt seiner Arbeit als Galerist die Künstler stehen, der wird verlieren. Gerd-Harry Lübcke, geboren in Leipzig, kommt eher zufällig zur Kunst. 1983 macht er in der DDR erste Ausstellungen. Privat, in seiner Leipziger Wohnung. Erlaubt ist das nicht und es hat Folgen. Schlimm war schon, dass ich eben dann kein Studium mehr machen konnte. Und ich wollte eigentlich Schauspieler werden, dass das alles abgeriegelt worden ist. Noch alles andere war dann für mich nicht mehr möglich. Trotz staatlicher Repression, Lübcke macht weiter. Der 3. Oktober 1990 war für ihn ein Tag wie jeder andere. Dieser Wiedervereinigung ist eher eine Sache gewesen, die man aus Distanz gesehen hat und wo auch nicht wusste, was man damit machen sollte, weil ich war nicht derjenige, der dachte, dass er im Westen mit offenen Armen aufgenommen wird. Gerd-Harry Lübcke macht trotzdem Karriere. Nach Mauerfall und Wiedervereinigung ist er der erste private Galerist, der aus der DDR kommt. Er eröffnet die Galerie Eigen und Art in Leipzig. Damals noch ein Geheimtipp für junge Kunst. Das Positive an der Situation war, nach der Wende, man konnte jeden Morgen sich selbst neu erfinden. Ja, und das ging auch. Möglich war es, man hatte alle Möglichkeiten. In der DDR konntest du das zwar auch probieren, aber du hattest nur die Möglichkeiten in deinem engen Kreis. 20 Jahre nach der Wiedervereinigung zählt Gerd-Harry Lübcke zu Deutschlands bedeutendsten Galeristen. Eigen und Art, mittlerweile auch in Berlin, zwischendurch sogar mit Standorten in Paris und New York. Zwei Telefone hat der umtriebige Selfmade-Man immer parat. Er gilt in der Branche als begnadeter Verkäufer und Trendsetter. Zu seinen bekanntesten Künstlern zählen Stars wie der Leipziger Neo Rauch, der ihm seine weltweite Bekanntheit zu verdanken hat, oder der Berliner Martin Eder, den er regelmäßig in seinem Atelier besucht. Wen er unter Vertrag nimmt, ist auf Jahre gebunden. Lübcke vertraut auf seine Künstler und sie vertrauen ihm. Ich zeige Einzelpersönlichkeiten. Ich gehe mit der Entwicklung dieser Künstler mit. Und das ist das große Tolle für mich, dass ich sozusagen damit natürlich auch mehrere Leben lebe. Ich lebe das Leben von Carsten Nicolai in seiner künstlerischen Äußerung, genauso wie das von Olaf Nicolai oder Neo Rauch oder Jörg Herold. Der Galerist als Freund und Mentor. Das Erfolgsrezept von Gerd-Harry Lübcke. Er kümmert sich zuerst um die Künstler und dann erst um die Sammler. Und da diskutieren wir auch nicht. Das finde ich gut. Finde ich wirklich gut.